世界の誕生の時、創造主は美しく輝く一つの星を使い、この世界を創造した。次に、創造主は聖なる天秤の力を用い、双子の女神を生み出し、世界の命運を象徴する創世歴を彼女たちに託した。数多くの生命が生まれ、自らの居場所を見つけた世界の住人たちは幸せに暮らしていった。幾千万年の時が過ぎ、創世歴は最後のページに近づいていた。新たな暦の制定が必要となるが、そこで二人の女神の意見は分かれてしまう。矛盾、争い、対立、論争はついに戦争へと発展してしまった。大戦の中で力の源となる聖なる天秤の場所を知った一方の女神は天秤のバランスを崩してしまう。拮抗していた力は傾き、女神の力は世界の各地に散っていった。力を失い争いに敗れた女神は残った力を使い、忠誠を尽くす精霊たちを逃がすことに成功する。そして最後の力を使い果たした女神は地上へ落ちてゆくのだった。Dann gehen wir mal zur nächsten Schicksalsreise. Okay, da sind zwei Hasen. Da war noch ein Hase. Geht's hier runter? Ach ja. Gut, da unten kann man angeln. Let's check it out. Du hörst ein komisches Geräusch aus den Bäumen kommen. Was ist da los? Du versteckst dich hinter einem Baum und beobachtest einen alten Mann, der sorgfältig ein Glas mit Erde füllt. Nun, komm schon aus deinem Versteck. Hast du wirklich geglaubt, ich hätte dich nicht bemerkt? Ertappt, wie peinlich. Gehörst du zur Gesellschaft? Ich kenne das Armband. Ich bin übrigens Aspel, ebenfalls ein Mitglied der Detektive und arbeite gerade an einem Fall. Wenn es dir also keine Umstände macht, kannst du einem Kollegen vielleicht aushelfen? Wie kann ich helfen? Meine alten Knochen sind für diesen Fall etwas zu morsch. Der Arzt sagt, ich sollte eigentlich in den Ruhestand gehen, aber... Wer übernimmt denn dann diesen Fall? Was ist das denn für ein Fall? Hast du schon mal von Mörderwürmern gehört? Vor Jahrhunderten lebten die überall. Aus den alten Aufzeichnungen wissen wir, dass sie gigantisch groß waren. Teilweise so groß wie ein Haus oder ein Hügel. Und dann über Nacht verschwanden alle Mörderwürmer plötzlich. Es gibt viele Theorien. Einige behaupten, die Würmer hätten sich eingegraben. Eine andere Vermutung ist, sie sei geflohen. Allerdings klingen alle Erklärungsversuche sehr unglaubwürdig. Und ich soll herausfinden, was wirklich passiert ist und warum. Südlich von hier gibt es fossile Überreste eines Mörderwurms. Wenn du bereit bist, komm einfach dorthin. Aspel geht vor und du machst dich bereit. Dieser Fall verspricht eine harte Nuss zu werden. Der alte Mann scheint eine Menge geraucht zu haben. Der hat eine echt komische Stimme, finde ich. Ja, dann... Kann ich den nächsten Schicksalspunkt schon von hier aus sehen, oder... Ja, gut, anscheinend nicht. Dann... Autorun. Müssen wir da hinten hin, oder wie?
Als du ankommst, siehst du, dass Aspel bereits mit der Untersuchung begonnen hat. Schau hier, das sind die Überreste eines jungen Moderwurms. Wahrscheinlich ein richtiger Babywurm. Was für eine Schande. Aspel ist bestürzt, wie jung der Moderwurm gestorben sein muss. Während Aspel die Überreste untersucht, bemerkst du, dass von einer Stelle des Moderwurms etwas Schmutz abgefallen ist. Du weißt Aspel darauf hin, dass er sich diese Stelle einmal ansehen sollte. Es scheint, als sei der ganze Körper von einer Dreckkruste bedeckt. Vielleicht sehen Moderwürmer also ganz anders aus, als wir uns das immer vorgestellt haben. Wo der Dreck abgefallen ist, sieht der Körper ganz anders aus. Sieht aus wie Brandnarben. Aspel ist von seinen Erkenntnissen selbst überrascht. Was ist denn an diesen Brandnarben so besonders? Diese Art von Brandnarben ist ganz typisch für Verletzungen durch Feuerwaffen. Leider kann ich kein Geschoss im Körper finden. Es war wohl ein Streichschuss. Spannend, dass Mörderwürmer offenbar mit Feuerwaffen angegriffen wurden. Vielleicht gab es eine Schlacht zwischen Mörderwürmern und Menschen. In dem Fall hätte ich aber auf die Mörderwürmer gesetzt. Da stellt sich doch die Frage, wer diesen Krieg begonnen hat. Wir brauchen mehr Hinweise. Lass uns nach Nordosten gehen, dort gibt es noch mehr Überreste. Geduld ist wohl nicht Aspels Stärke. Aber nach seinen Ausführungen bist du selber neugierig, wieso eine Art Mörderwurm-Armee ausgesehen haben könnte. Der Mörderwurm-Mysterium wurde gelüftet. Schnell zu den Überresten. Achso, hier, ja. Oh, hier geht's ja weiter runter. Als du die Überreste der Mörderwürmer im Nordosten erreichst, untersucht Aspel, ob diese ebenfalls schmutzverkrustet sind. War klar, dasselbe in grün, aber das habe ich im Hand und Umdrehen erledigt. Geh mal ein Stück zurück, damit du nicht verletzt wirst. Du tust wie dir geheißen und Aspel macht sich bereit. Und los! Die Dreckkruste fällt von den Mörderwürmern ab und du erblickst eine Überraschung. Sind meine Augen schon so schlecht? Habe ich Halluzinationen? Der Mörderwurm ist ja quasi halbiert worden. Und an der Schnittstelle sind Brandmale. Was ist so machtvoll, dass es einen Mörderwurm in zwei Teile schneiden könnte? Das sieht nicht nach einer Feuerwaffe aus. Da, was ist das? Ein einziges Würmchen kriecht aus den Überresten hervor und flieht in Richtung Norden. Da brat mir doch einen Storch und die Beine recht knusprig. Wes? Das war eine lebendige Mörderwurmlarve. Los hinterher. Das dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Ein lebendiger Mörderwurm. Vor deinen eigenen Augen. Damit hat niemand gerechnet. Für Aspel dürfte das wahrscheinlich der beste Tag seines Lebens sein. Das ist ja unglaublich. Der letzte Mörderwurm auf der Welt. Schnell töten. Nee, war ein Scherz. Schleißt dich an das Mörderwürmchen heran, hoffst, dass es dich nicht bemerkt und versuchst es dann einzufangen. Gut gemacht, Jake D. Aber sei vorsichtig. Das ist zwar ein sehr junges Exemplar, aber Mörderwürmer sollen unfassbar stark sein. Aspel kommt langsam näher, nachdem er sicher ist, dass der Wurm nicht entkommen kann. Okay, um mehr zu erfahren, muss ich dich sezieren. Fange ich am Kopf an? Am Schwanz? Gleich mit dem Bauch. Was hast du zuletzt gegessen, Doch bevor Aspel die Klinge ansetzen kann, wickelt sich das Mörderwürmchen um seine Hände. Du musst den Mörderwurm loslassen, um Aspel helfen zu können. Die Larve nutzt die Gelegenheit und flieht in Windeseile. Du wartest, bis Aspel wieder zu sich kommt. Aspel, bist du in Ordnung? Was ist passiert? Ich hatte einen merkwürdigen Traum. Was soll das heißen?
ich weiß, dass es nicht echt war, aber es hat sich so echt angefühlt. Ich habe quasi den Krieg zwischen Menschen und Mutterwürmern erlebt. Ja, so siehst du auch aus. Menschen mit finsteren Absichten versuchten, die Mutterwürmer brutal zu unterjochen. Millionen verärgerter Mutterwürmer griffen daraufhin die Menschen an. Das war vielleicht ein Anblick. Die Menschen haben dagegen natürlich aufbegehrt. Die Konsequenz war ein regelrechtes Gemetzel. Am Ende verloren Millionen Menschen ihr Leben und alle Mutterwürmer starben. Ich konnte das Töten sehen und die Schreie der Sterbenden hören. Also wäre ich direkt dabei gewesen. Ich dachte, ich hätte schon alles gesehen, aber... Eine Frage brennt dir auf den Nägeln. Was für eine Waffe hat den Mutterwurm in zwei Teile geschnitten? Es ist besser, wenn du das nicht weißt. Selbst mit dieser mächtigen Waffe bekamen die grausamen und ruchlosen Menschen ihre eigene Medizin zu kosten. Tja. Oh, eh schon so spät? Ich werde zurückgehen und meinem Kunden berichten, dass der Fall abgeschlossen ist. Wir sehen uns. Asper verlässt dich, aber seine Worte gehen dir weiter durch den Kopf. So endet es also, wenn Menschen versuchen, sich die Natur untertan zu machen. Und diese Superwaffe? Ob sie noch irgendwo existiert? Asper hat nicht verraten, was genau diese übermächtige Waffe gewesen sein soll. Trotzdem fühlst du dich schlauer als vorher. Okay, die Mail schauen wir uns später an. Okay, vielleicht auch jetzt beim Fischen. Ich würde jetzt hier gerne ein paar Fische fangen. Wir haben 1000 Köder. Also... wie komme ich jetzt? Muss ich das irgendwie ausrüsten? Das ist ausgerüstet. Vielleicht ist das auch zu weit weg, aber hä? Wenn es zu weit weg ist, warum ist es dann überhaupt da? Und warum kann man es... Ah, hier. Von hier aus. Glaube ich. Wir versuchen es mal. Willst du mich wie komme ich jetzt an den Fischfarm? Geht irgendwie nicht. Ja, was soll's. Versuchen wir einen anderen Fischfarm. Machen weiter Schicksalsreisen. So. Gut, dann wieder rauf auf den Weg. Dann ist eine andere Schicksalsreise. So, ich muss mal kurz was machen. Ich bin gleich wieder da und dann geht's hier weiter. Also bis gleich. Okay.
力が